In diesem Video liegt Zeug rum, ist einer auf seinem Teppich, ist die Platte leer und geht mal wieder die Sonne weg. Schönen guten Morgen, hier ist Kai von Travel Camping Living. 8 Uhr in meiner kleinen Oase. Angenehme Temperatur, die Sonne noch nicht am Himmel. Absolute Ruhe, bis auf die Fliegen, die halt immer noch hier sind. Die Frösche verhalten sich auch ruhig. Und auf meiner Betonplatte ist auch nichts los. Keine Kamele oder sonstigen Viecher. Wir sind hier also immer noch ziemlich komplett alleine. Ohne Internet. Wobei ich mit meinem Swisscom-Handy gesehen habe, das hat hier Netz. Da habe ich zwar keine Daten drauf, aber SMS verschicken könnte ich. Das läuft mit Orange. Also Orange hat hier Kontakt zur Außenwelt. Vielleicht brauche ich doch noch eine Orange-Karte. Mal gucken nachher in, wo sind wir, Tantan. Denn so ganz ohne Internet mehrere Stunden ist als YouTuber, Instagrammer echt ein bisschen blöd. Ja, ist es nicht schön. Die Sonne ist auch wieder da und heizt uns jetzt weiterhin sicherlich gut ein. Mein Blogschreiben ist erledigt für heute. Im Van haben wir schon 26,8 Grad, steigend. Kein Wunder, wir stehen seit ein paar Minuten in der Sonne. Hey Friedrich, wie sieht's aus? Kleine Runde mit deinem Teppich. Ui. Bist aber flott heute, he? Das ist aber nicht dein Teppich, das ist meine Canon. Jawohl, so sieht es schon besser aus. Abflug, mein Bester. Da, schau an, Friedrich zurück, wieder platt. Jetzt brauche ich mal Pause wieder. Und ich ein bisschen Frühstück. Seid ihr bereit für eine kleine Tour mit dem E-Scooter? Und zwar in diese Richtung, den Steinweg da hinten entlang. Mal gucken, wo es hingeht. Und da ihr den Scooter ja schon rausgeholt habt, können wir gleich los. Diesmal also nicht auf Sand, sondern auf Stein. Der Akku ist wieder voll, dank Wechselrichter an Bord, ruckzuck geladen. Somit können wir jetzt hier die Oase kreuzen und über die Steine brettern. Das ist eine richtig coole Piste, die ich sogar wahrscheinlich mit Zottel fahren könnte. Wir fahren hier immer entlang eines ausgetrockneten Baches. Man sieht, dass es hier mal Wasser gab, dann stehen ein paar Bäume rum. Und die Piste geht hier munter weiter, immer tiefer hinter ins Tal. Bis wo eigentlich? Gucken wir mal, ob wir da irgendwie ein Ende finden. Da unten bei den Büschen, die weißen Zelte. Ich glaube, die sind da nicht gewachsen. Ja, und der Grund, warum ich auch noch ein bisschen hier hoch wollte,
Suche nach Internet gefunden. Zwei Balken, 3G. Je weiter ich in diese Richtung laufe, da muss also irgendwo ein Funkmast stehen, der bis hier strahlt. Laufe ich 50 Meter in die Richtung, wo der Scooter steht. Null Empfang. Wir haben also mal kurz alles gecheckt. Die Welt dreht sich noch. Und ein bisschen warm ist es auch. Außerdem müssen wir noch weiterfahren. Wir sehen uns bei Zottel. Da bin ich wieder zurück. Geile Tour, hat richtig Spaß gemacht. Scooter macht echt alles mit. Also wenn ihr einen guten braucht, robust für Offroad, ohne Straßenzulassung, das Ding, der absolute Hammer, ehrlich. Und jetzt machen wir uns parat für die Abfahrt. Motor läuft, Klimaanlage läuft im Van. 37 Grad. Marokko ist ein heißes Land im Oktober. So Freunde, alle einsteigen, Abfahrt, Klimaanlage. Runterkühlen, 39 Grad, sagt Zottel. Heieiei. Wir fahren jetzt nach Tantan. Strecke habt ihr gesehen, ist die gleiche wie gestern. Alter Schwede, da fahre ich hier auf die Oase zu, auf diese kleine Brückenüberführung am Wasser. Und was sehe ich? Zwei Schildkröten auf einem Stein. Da kann ich natürlich nicht dran vorbeifahren, sondern stoppe, verscheuche sie, muss warten, bis sie wiederkommen. Und kann sie dann aus zwei verschiedenen Ecken noch filmen und fotografieren. Ist das cool. Wilde Schildkröten in Marokko in einer Oase mit etwas Wasser. Also fast schon Jackpot. Und jetzt weiter. Und da sind wir auch schon. Sie nehmen Visa, das ist gut. Mastercard nehmen sie auch. Brauchen wir nicht. Wir zahlen mit Visa. Diesel einmal voll machen, bitte. Entspannt getankt, mit Karte gezahlt, hat alles funktioniert. 1,60 der Liter Diesel. Das wird einmal teurer, je weiter südlich mal kommt. Ich habe aber gehört, in der Westsahara soll es wieder günstiger werden. Sind wir mal gespannt, ob das stimmt. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwo einen Supermarkt finden. Schnell noch den Müll fachgerecht entsorgt. Sind wir den Abend los. Weiter geht's. Gut, was los hier? Sehr umtriebig. Da fährt mal kurz einer los. Und hier soll es einen Orange Shop geben. Aber beim Vorbeifahren sehe ich ihn gerade nicht. Einen anderen hatte ich gesehen, aber der war zu. Ja, seltsam. Die Supermarktketten, die man sonst so kennt aus Marokko, die gibt es hier unten alle nicht mehr. Hier sind das alles irgendwelche Privatsupermärkte, die auch immer ein bisschen versteckt liegen. Nicht unbedingt an der Main Street, an der Hauptstraße. Ich bin jetzt praktisch an allen vorbeigefahren. Also keinen Bock noch rumzudrehen. Ist mir einfach zu heiß und wir haben auch noch Essen dabei. Also Getränke auch. Wir sind hier am Verhungern. Wir können das noch ein paar Tage rauszögern. Tantan ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, Provinzhauptstadt, hat irgendwie 80.000 oder 90.000 Einwohner. Es gibt hier alles, mehrere Tankstellen, Restaurants, Bars, Boutiquen, Sehenswürdigkeiten nicht wirklich. Zumindest hatte ich das mal online gelesen, aber ansonsten alles, was man braucht, außer große Supermärkte, die findet man nur in klein hier. Wir fahren durch. Und weiter Richtung Südwesten, ab in die Pampa. Kommt auch schon gleich wieder Polizeistation. Fahren wir langsam und werden durchgewunken, wie praktisch immer. Da will keiner Papier oder Ausweis oder sonstiges sehen. Ja, und so geht's weiter. N1, zweispurig, Zustand besser als jede Autobahn in Deutschland. Man darf 100 fahren. Straßen bauen können sie. Wind 39 Grad, es ist wieder mal wie vorm Föhn und da krasse Steilklippe mit Überhang. Ich weiß gar nicht, wie weit man hier laufen darf, bevor man runterfällt. Und wir sind hier direkt an der N1, die jetzt leider nicht mehr so schön und schick ist, sondern einspurig und rumpelig in Richtung Süden.
Und in die andere Richtung sieht es nicht viel anders aus. Na Wahnsinn. Ah, Bulle Hits. Wow, und dann der Wind dazu noch. Krass. Wir fahren jetzt noch knappe 100 Kilometer weiter zu einem Naturschutzgebiet, in dem man scheinbar gegen kleines Geld nächtigen darf. Gucken wir mal, ob das stimmt. Fahren wir hier etwas linksseitig an den Klippen entlang. Hier darf man nämlich wohl nicht pennen, da kommen die Cops irgendwann und verscheuchen einen. Außerdem ist es ja arg windig und arg klippig. Wir fahren wieder auf die N1 zurück, auf der praktisch fast nichts los ist. Und dümpeln weiter. Uns hat nur noch 29 Grad, das glaubt man schier nicht. Aber ist tatsächlich so. Vorhin hat es noch 40 gehabt. Und angenehm frisch im Vergleich zum letzten Stop bei plus 39 Grad und Föhnwind ist das hier. Boah, wie neu geboren. Und irgendwie gibt es hier wohl ein Camping, zumindest sagt das Schild es. Wobei ich nicht vorhabe, hier zu campen. Ich will hier nur kurz stoppen. Und das hier ist der Blick. So eine Art steile Küste und dann eine geile Bucht mit richtig cool Wellen und ganz vielen weißen Punkten. Das sind Vögeli, die gerade nicht am Vögeln sind. Und da sind wir gerade eben gekommen, über die Brücke. Dahinter steht die neue. Und das hier ist ein Flusslauf, vermute ich mal, der dann hier im Atlantik endet. Ja, lustig. Der Spot ist auf Park for Night, kostet 20 Dirham pro Nacht. Man kriegt ja auch Frischwasser und kann entsorgen und bekommt dazu noch diesen Blick. Ja, ich muss eins mal sagen, ohne Toaster wäre ich echt aufgeschmissen und ohne Toastbrot bin ich jetzt aufgeschmissen. Denn hier liegt das Vorletzte und das Letzte wandern jetzt da rein und dann ist vorbei. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir weiterfahren. Ein paar Meilen haben wir noch vor uns heute, deswegen machen wir uns vom Acker. Ja, kaum losgefahren, Polizeikontrolle. Der Ausweis wird zum zweiten Mal jetzt gecheckt auf dieser Reise. Aber sehr nett wieder, sehr freundlich. Ich wusste sogar, wo ich hinfahre. Das hilft. Ja, weiter geht's. Super nett. Und wir fahren mal weiter, 40 Kilometer sind es noch. Und der Sprit nur noch 1,40 im Vergleich zu 1,60, wo wir vorhin getankt haben. Kurz nach der Polizeikontrolle, wieder mal super Straßenabschnitt, vierspurig, top Belag. Und Leute, es wird kalt, ich kann bald die Klimaanlage ausmachen. Nur noch 23 Grad, vorhin hatten wir 40. Und vorhin, das ist 30 Kilometer her, wenn überhaupt. Verrücktes Wetter hier. Die Steinwüste verwandelt sich mehr und mehr in eine Sandwüste. Ein paar Dünen sind schon gesichtet und jetzt müssten wir irgendwann mal rechts abfahren, um in den Nationalpark zu kommen. Ja, mal gucken, ob das was wird. Das könnte tatsächlich klappen, zumindest kommt hier eine Abfahrt. Wir probieren die mal aus und gucken, wo sie uns hinführt und in welchem Zustand sie ist. So, ganz schön rumpelige Strecke hier und jetzt kommt da ein Gebäude, das ziemlich verlassen aussieht. Zwei Torpfosten. Nationalpark, da steht
dass man hier nicht nächtigen darf. Naja, dann fahren wir halt nachher weiter, aber werfen trotzdem mal einen Blick drauf. Für den Nationalpark liegt ganz schön Müll rum. Die einzige Mülltonne, die hier steht, ist umgeworfen. Hütten stehen rum und sonst nicht viel. Fischer sind noch zugange. Mal kurz vor die Tür gegangen. Angenehme 24, 25 Grad, leichte Brise und eine tolle Aussicht hier auf das Meer und das Naturschutzgebiet, das leider noch ein bisschen viel Müll rumliegen hat. In der Ferne rauscht noch irgendwo das Meer, man hört die Brandung, sieht es aber nicht. Es war zwischendurch auch mal ziemlich nebelig, ganz anderes Wetter als vorhin. Und ich glaube, wir bleiben hier die Nacht. Ich habe jetzt keinen Bock mehr zu fahren. Es sieht zwar hinter mir ein bisschen rummelig aus und... Also halt Marokko, ne? Und Internet ist gut, das ist wichtig. Ich muss ein Video hochladen und ein paar Dinge erledigen. Also, penne mal hier. Kurz umparkt, da wo die Campingcars hingehören. Es ist außer mir auch sonst kein Fahrzeug hier. Schön angelegte Wege haben sie hier noch, wo die wohl hinführen. Wir haben jetzt übrigens Fisch an Bord. Der Guard hier gab mir noch eine Tüte mit. Ich weiß gar nicht, zwei oder drei Fischen drin. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Nicht, dass ich mir da noch eine Fischvergiftung hole. Und was gibt's hier zu sehen? Vögel, Flamingos sollen hier auch mal vorbeikommen. Bisher, heute nicht. Aber man kann sich hier bequem hinsetzen. Oder so. Sie versuchen schon, so ein bisschen Nationalparks-Feeling hier hinzukriegen. Da hinten ist noch eine Beobachtungshütte. Hier ein Aussichtspunkt. Und man wird doch sofort bestraft, wenn man nicht gleich das gescheite Objektiv mitnimmt. Irgendwas hockt da auf dem Dach vom Beobachtungshütle. Sieht grau aus. Ist es ein Graureiher oder ein Grauvogel oder ein grauer Star? Keine Ahnung. Der hockt da jetzt aber gerade so gechillt, dass ich da kaum hinlaufen mag und ihn verscheuchen. Das wäre echt gemein, ne? Schenken wir uns dann mal kurz. Der Nationalparks-Angestellte, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, man könnte ihn vielleicht auch Ranger nennen, der meinte auch, es sei enorm ruhig in Marokko, schon seit langem. Also das Land hat sich von Corona, glaube ich, noch nicht erholt, auch was den Tourismus angeht. Und das habe ich persönlich auch schon festgestellt. Es ist praktisch nirgendwo irgendwas los. Man trifft keine anderen Camper, keine Fahrzeuge unterwegs auf der Strecke. Ich bin heute wieder 200 Kilometer gefahren und habe keinen einzigen anderen Camper gesehen. Das ist schon für so ein Land komisch. Dachte ich, ist mehr los. Denn für mein Empfinden, ich fühle mich hier sicher. Keine kritischen Situationen, bis auf den Überfall mal von den Kindern, aber gut, das war halt wie es war. Ansonsten super Reiseland, nette Leute, sicher, gute Straßen. Ich wüsste kein Argument, gut, vielleicht die Hitze, warum man hier nicht hinfahren wollte. Aber gerade ist angenehm. Schnell mal die Kamera gewechselt und das Objektiv. Jetzt habe ich auch den grauen Vogel eingefangen, der da sitzt und sich munter putzt, ohne runterzufallen. Aber noch krasser ist, gerade mal zufällig rüber geguckt Richtung Sanddünen geradeaus. Ich könnte mich verdammt irren, aber ich glaube, da sind Flamingos, die da mit Kopf im Wasser stehen und das Wasser filtern. Es ist verdammt weit weg, selbst das 600 mm hat da Probleme, aber bin mir ziemlich sicher, Flamingos, geil. In freier Wildbahn noch nie gesehen. Genauso wie Schildkröten, hey, heute ist Tiertag. Video 523 rendert und ich... koche. Es ist ein bisschen desolat heute. Dose Ravioli muss man tun. Ich muss arbeiten, habe nicht so viel Zeit zu kochen heute. Und gerade eben noch mein Internetvolumen wieder aufgeladen. Das hat auch wieder funktioniert. Und ach, die Sonne ging noch unter, genau, aber auch wieder im Dunst, also nicht so hundertprozentig. Ein Flamingo kam keiner mehr vorbei. Hier der Guard kam noch und wollte 25 Dirham haben. Habe ich ihm gezahlt für die Nacht und jo, jetzt warte ich, dass hier vorwärts geht. Mit Deckel drauf wird es besser gehen. Zack, schon ist er drauf. Wir haben draußen eine unglaubliche Feuchtigkeit, selbst hier drin 75%. Es fühlt sich alles klamm und klebrig und feucht an. Ist echt nicht schön. Also so grundsätzlich gibt es hier in Marokko gefühlt zwei Zustände. Entweder es sack heiß und sautrocke oder nicht so heiß, dafür sehr feucht. Essen fertig. Junger Vater, Herzmücke ohne Ende. Falls ihr hier hinkommt, passt bloß auf. Die kommen aber hier durch meine Mückengitter irgendwie unten durch. Keine Ahnung. 3, 4 Stück schon gekillt. Und hat wahrscheinlich noch mehr. Deswegen sitzt ihr auch lieber drin, als draußen gefressen zu werden.
So, Leute, ich glaube, 11:30 Uhr, Video ist fertig und rendert vor sich hin. Jungs, ist mein... Huch, was ist da los? Was ist mit euch? Wollt ins Bett? Guckt ihr deswegen so? Seid ihr müde? Heißer Tag heute, ne? Ja, gut geschwitzt. Morgen geht's weiter. Morgen schauen wir uns ein Boot an, das nicht mehr so richtig schwimmt. Und wir fahren weiter südlich und versuchen es nochmal mit einkaufen. Das ist der Plan. Wenn ihr wollt, seid ihr wieder mit dabei. Wenn nicht, seid ihr trotzdem mit dabei. Ich sag tschüss für heute. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es gefallen hat. Abonniert gerne unseren Kanal. Je mehr wir sind, desto schöner wird's. Und die zwei freut's auch. Vielen lieben Dank. Dankeschön auch fürs Amazon-Partnerlink verwenden und für den PayPal-Support. Ganz tolle Sache. Freut uns immer riesig. Vielen Dank. Und jetzt gute Nacht und bis zum nächsten Video. Ciao zusammen. I always used to feel